Föderalismus heisst eigentlich, dass man ein Staatssystem begrüßt und unterstützt, das gewachsen ist von unten nach oben. Das ist das Gegenteil von einem Zentralismus, wo man sieht, beispielsweise in anderen Ländern, Frankreich, wo alles in Paris muss gelöst werden, Gemeinden praktisch überhaupt keine grossen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das entspricht nicht unserem Staatssystem, wie wir es haben. Auch mit dem Verbund der Kantone von 1291 und den späteren Jahren, Jahrzehnten, bis das so gewachsen ist. Ich bin der Alex Kuprecht. Ich komme von Pfäffiker Schweiz, im äusseren Kantonsteil des Kantons Schweiz, am Zürichsee. Ich bin 63,5, verheiratet seit 37 Jahren mit der gleichen Frau. Ich habe zwei erwachsene Söhne und seit dem letzten Herbst bin ich stolzer Grossvater von meiner Mädchen. Ja, das war noch eine lustige Episode. Mein Vater hat einen guten Freund gehabt, wo er immer im Hockeymatch war, und der war SVP-Kantonsrat. Und der hat dann eines Tages einmal gesagt, ja, dein Sohn könnte eigentlich auch mal bei uns in einer Parteiversammlung hinschauen. Und das habe ich dann gemacht, und ein Jahr später bin ich schon Parteipräsident gewesen. So ist das eigentlich gegangen. Ich habe mich immer für Politik interessiert gehabt. Allerdings ist es für mich klar gewesen, ich komme aus einem einfachen Haus. Mein Vater war Elektriker, meine Mutter war Schneiderin. In der FDP ist für mich nicht in Frage gekommen, weil das meistens akademische Berufe waren, die in dieser Partie waren. Die SP ist für mich auch nicht in Frage gekommen und die CVP auch weniger. Und durch den Kontakt von meinem Vater zu seinem Kollegen, der SVP-Kantonsrat war, bin ich dann in die SVP eingetreten. Ich hatte immer das Gefühl, der Ständerat fasziniert mich eigentlich mehr, weil ich im Nationalrat vor allem die Parteidoktrin vertreten muss. Das hat mir in meinem Geist nicht ganz entsprochen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich den Weg auf die Richtung eingeschlagen habe. Ja, als ich 2003 Ständerat geworden bin, das hat eigentlich schon angefangen, wenn man ins Bundeshaus hineinkommt, wenn man das erste Mal die Stegen aufgeht, auf dem Teppich und die drei Eidgenossen sieht, ist es mir ein bisschen kalt, Rücken abgeschudert. Das ist, man wird sich dann bewusst, was man jetzt für einen Auftrag hat und was für eine Verantwortung man trägt. Nicht nur für eine Gemeinde oder für einen Kanton, sondern für das ganze Land natürlich. Der besondere Geist ist schon mal da, sie vertreten im Prinzip die Interessen vom Stand hier drin. Und nicht die Interessen der Partei. Das ist schon mal eines vom Wichtigsten. Ich habe gerade die jungen Ständerätinnen und Ständeräte gesagt, haben auch mal eine eigene Meinung. Die dürfen ruhig abweichen von der Meinung der Partei. Ihr werdet nicht aufgefressen hier drin, überhaupt nicht. Sondern das gehört zu dem Rat, zu dieser Chambre der Reflexion. Das ist eben so wichtig, oder? Da hört man einander noch zu. Da sagt man, ja, könntest du eventuell recht haben. Das müssen wir noch mal vielleicht überlegen, oder? Versuchen wir einen Kompromiss zu schliessen. Wir sind jetzt im Nationalratssaal. Der Saal, wo aber auch die Ständeräte reinkommen. Immer dann, wenn Vereine in die Bundesversammlung sind. Und hinten am Rand des Nationalratssaals sind dann Standesvertreter. Man sieht, dass oben ist das Wappen drin, wo man weiss, wo man hinsitzen muss. Jeder Kanton hat ja zwei Sitze, und bei diesen zwei Sitzen sind immer Schnitzereien von Pflanzen. Pflanzen, die für die Kantone ganz spezifisch sind. Kanton Schweiz ist das Alpenfeierli und Seerose. Ja, in der Pandemie ist meines Erachtens der Föderalismus an Grenzen gekommen. Und zwar darum, weil es außerordentlich schwierig ist, natürlich Kantone immer in die Entscheidungen mit einzubinden. Der Bundesrat hat dann am 13. März umgeschaltet von einer allgemeinen Lage eigentlich in die außerordentliche Lage. Er hat befohlen, was in der Schweiz gemacht wird. Selbstverständlich sind die Bürgerinnen und Bürger natürlich ein bisschen verschrocken, ist klar. Die Verordnungen vom Bundesrat sind dann beraten worden, sehr intensiv beraten worden.
Das Parlament hätte die Möglichkeit gehabt, die Verordnungen zu übersteuern. Hätte sie gehabt, hat sie nicht gemacht, bewusst nicht gemacht, sondern man hat auch unter den beiden Kammern versucht, einen Konsens zu finden. Das selbstverständlich haben die Kantone nicht mehr die gleiche Bedeutung gehabt. Sie mussten ausführen, was der Bundesrat befohlen hat. Und dass das in einem Föderalist nicht unbedingt sehr, sehr angenehm ist, ist eigentlich klar. Aber eine Seuche zu bekämpfen, im reinen Föderalismus, was das heisst, haben wir dann später gesehen. Jeder Kanton hat eine eigene Interpretation gemacht und eine Auslegung gemacht von dem, was der Bundesrat auch in der besonderen Lage dann eigentlich erlassen hat in seinen Verordnungen. Ja, das ist nicht einfacher, das ist klar, weil je mehr in dem Teig mitrühren, desto mehr Meinungen gibt es natürlich, das ist klar. Und dann ist die Meinungsfindung dann zum Teil sehr schwierig, es ist nicht immer einfach. Aber nichtsdestotrotz, die Reibungsverluste, die es gibt, führt sehr oft auch zu guten Lösungen schlussendlich.